Dann wollen wir doch mal schauen, ob das hier jetzt die letzte Folge dieses Spiels wird. Ich befinde mich in Stockwerk 3 des Turms, weil hier ein Terminal ist, mit dem ich die Stockwerke freischalten können sollte. Und ich war gerade nochmal außerhalb der Folge kurz in allen Bonusleveln, um mir den Code anzuschauen. Und da standen tatsächlich drei Schilder, die den Code... Ach nee, hier kann ich doch hier, Device Manager. Die den Code 577 zeigen, wenn ich jetzt nicht das fehlinterpretiere, was hoffentlich nicht irgendwie der Fall ist. Ich denke nicht, dass das besonders verschlüsselt ist. Wir gehen also in die Stockwerkzugangskontrolle, wollen das sechste Stockwerk entriegeln und geben den Code 577 ein. Code akzeptiert, na also. Und dann können wir hier raus und dann können wir hier beenden und dann begeben wir uns auf dem schnellsten Wege wieder zurück und schauen uns dieses sechste Stockwerk mal an, das wir beim letzten Mal übergangen haben. Es gab noch zwei, drei kleine Secrets, die ich auch verpasst habe. Es gab die Stelle, die ich mit der Axt aufmachen muss in, oh, es geht nach unten, in einem der B-Levels. Aber da habe ich gesucht und das Ding nicht gefunden und deswegen machen wir jetzt erstmal das Ende. Nach unten ist ja echt spannend, das muss ein Keller sein. Hätte ich da nicht schon früher runterspringen können, wenn ich den Fahrstuhl hochschicke und schnell aussteige? Da gab es, glaube ich, Möglichkeiten. Das wäre spannend, das müsste man mal fast mal ausprobieren, ob das gegangen wäre. Okay. Wenn man ganz unten ist... führen alle Wege nach oben. Mein geliebtes Kind, nur wenige haben mir so treu gedient. Weniger noch haben so viele der Geheimnisse meines Gartens entschlüsselt. Deshalb erlaube ich dir, an meiner Seite zu stehen und für immer einer meiner gesegneten Boten zu werden. Wisse aber, dass dies ein Opfer ist, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Das hat er so schon mal gesagt, also... Na gut, das ist das Verbleiben der... Verzeihung, das Verbleiben der Ende. Dann müssen wir wohl nochmal ein Tetris lösen. Hey, ich kenne dieses Tetris, das ist doch genau dasselbe wie letztes Mal. Nur mit solchen Teilen statt den... Letztes Mal waren das, so T-Teile, jetzt sind es solche. Das ist das einfachste Tetris, das ich je gesehen habe und es ist das letzte. Wow. Auf Anhieb. Seid stolz auf mich, okay? Seid stolz auf mich. Ich gehe gleich in den Teleporter. Keine Sorge, ich gehe gleich in den Teleporter. Okay. Nun ist es an der Zeit, deine Grabinschrift zu wählen. Denn dein Körper wird nun zur Ruhe gebettet, obwohl du nicht sterben wirst. Ach, jetzt werde ich auch so ein Uriel hier. Bin ja gespannt, ob es das dann war jetzt. Vielleicht gibt es noch ein weiteres Ende. Also hier, war ich nicht hier schon? Hier war ich doch schon. Das ist diese zweite Botenwelt. Gucken gleich, was Freund Computer dazu zu sagen hat. Okay. Dies wird deine letzte Ruhestätte sein. Wähle wie jene, die in deine Fußstapfen treten, sich an dich erinnern sollen. Uff, viele Sprüche. Der Sinn des Lebens ist es, den nächsten Generationen zu dienen. Ich schwöre, ich werde nicht so unverständlich wie die anderen sein. Das ist schön. Ich bin nicht sicher, ob das die richtige Idee war, aber jetzt geht's los. Löse dich von deinem Stolz los und du wirst die Ewigkeit erfahren. Epitaph? Was? Jetzt mal langsam. Das ist eine schöne Inschrift. Jedes einzelne Siegel. Das ist unschlagbar. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Wie es sich herausstellt, heißt Epitaph, dass du tot bist. Wow. Ich habe dieses Land durchsucht, um der Herrlichkeit Elohims zu dienen. Dies ist meine verdiente Belohnung. Denke daran, am Ende ist alles nur eine Prämisse in der großen Gleichung. Ich habe Vertrauen in den Gestalter. Ich werde der ewige Wächter dieser Welt sein.
Hab's in die Hall of Fame geschafft. Nimm das. Das war alles eine riesige Zeitverschwendung. Ich habe diesen Pfad nur gewählt, damit ich das hier schreiben kann. Nichts als Lügen. Es gibt keinen Sinn. Ja, weiß nicht, es sind ein paar Lustige dabei. Epitaph, was? Jetzt mal langsam finde ich eigentlich was am lustigsten. Das finde ich auch nicht schlecht und das hier unten. Aber das sage ich jetzt einfach nur, um zu gucken, ob darauf noch eine Reaktion kommt oder ob das jetzt sich in meinem Stein steht. Finde ich lustig. Uh-oh. Es steht geschrieben, dass es keine größere Liebe gibt, als dein Leben für einen anderen zu opfern. Aber dein Opfer ist größer als das, denn anstelle von ewiger Ruhe hast du dich entschieden, den kommenden Generationen zu dienen. Sie werden nach Vollkommenheit streben und durch dich werden sie ihr Ziel erreichen. Deine Kindheit ist vorbei. Nun bist du mein Bote. Da steht es wirklich. Epitaph, was? Jetzt mal langsam. Schön. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, ich hätte erwartet, dass das jetzt das beste Ende ist, aber irgendwie hat mir das zweite Ende fast besser gefallen, wo ich rauskomme aus dem Ganzen, oder ich weiß ja nicht, ob das jetzt... Es war schon draußen, oder? Es war draußen. Am letzten Ende waren wir draußen aus der Welt. Also aus der Simulation und waren in der in Robotern der echten Welt. Wurden dort aufgespielt. Dagegen fällt mir dieses Ende hier nicht so gut. Naja. Aber immerhin, jetzt haben wir, glaube ich... Ich glaube, das waren alle Enden. Also ich wüsste jetzt nicht, wo noch eins sein soll. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es für nützlich haltet, noch die extra Secrets da zu suchen, die ich verpasst habe. Und wenn ja, dann vielleicht auch, wenn ihr wisst, welche ich verpasst habe, wo die waren. Wie gesagt, ich glaube B4 oder B5. Vielleicht auch B7. Kann sein, dass es B7 war. Da war noch so eine Holzwand, die man mit irgendwas aufhacken muss. Und das Tool dafür habe ich nicht gefunden. Ja, aber ansonsten glaube ich, bin ich durch mit dem Spiel. Hat auch lange genug gedauert. Ich weiß nicht, wie lange die Folgen laufen, aber Steam sagt mir irgendwas von 24 Stunden. Und das dürfte ganz gut hinkommen. Ich habe schon einige Zeit verbracht, auch außerhalb der Aufnahmen, mit dem Lösen von Sternen. Alles in allem, die Rätsel haben mir gut gefallen, das Drumherum, ist teilweise ein bisschen zu langwierig. Und manche der Rätsel sind auch so, gerade gegen Ende jetzt soll die Qualität etwas wechselhaft. Ah, ich glaube, ich habe auch gar nicht alle Alexandra Jannen-Aufnahmen gefunden, richtig? Ich glaube, mir fehlte da irgendwie noch ein oder zwei. Naja, wie dem auch sei. War ganz nett. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuschauen. Ich habe nicht zu frustrierend versagt. Und dann schauen wir mal, was ich das nächste spiele. Ich habe noch keinen Plan. Aber es kommt sicher noch was Neues nach. Ich glaube, den Rest der Credits lasse ich jetzt einfach mal schweigend laufen. Und deswegen von mir jetzt das Finale. Goodbye.
So, kleiner Bonus noch. Ich nehme es einfach mal vorweg, auch wenn ich gesagt habe, ihr sollt es in die Kommentare schreiben. Aber ich bin nochmal durch B7 gewandert und diesmal hat es tatsächlich keine 5 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, wie ich das beim letzten Mal übersehen habe, aber hier liegt ein Brecheisen. Und ich war mir so sicher, dass ich hier schon mal vorbeigekommen bin. Das muss ich doch gesehen haben. Okay, also denke ich, damit können wir das Ding da drüben aufmachen. Das war irgendwo hier hinter der Statue. Und das war, glaube ich, das letzte Easter Egg, an das ich mich erinnern kann. Vielleicht gab es noch ein anderes irgendwo, aber da könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Mal gucken, was hier drin ist. Okay. Ah, ich nehme mal mit. Es ist so dunkel hier. Oh. Der Minecraft-Raum. Ist ja schön. Kann ich aber nicht kaputt machen. Oh, der Companion Key. Cool. Ist da hinten? Was? Hey, das ist kaputt. Da miaut doch was. Moment. Da, da, es miaut. Ist das Schrödingers Katze? Kann ich die anderen Sachen auch kaputt machen? War das schon die ganze Zeit kaputt? Habe ich das übersehen? Hm. Okay. Oh, Kitty Cat. Hm. Kann ich da jetzt hinterher? Ich kann mich doch nicht. Kann ich mich ducken? Ich kann mich nicht ducken im Spiel. Wäre auch lustig, wenn ich jetzt rausfinden würde, dass man sich ducken kann. Aber ich kann da nicht hinterher, ich passe da nicht durch. Aus irgendeinem Grund. Hm. Tja, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Bedeutung hat. Wahrscheinlich keine. Aber ganz nett hier. Die Minecraft-Block. Die... Weiß nicht, ob die Kiste aus irgendeinem anderen Spiel ist. Die da war aus Serious Sam. Das hier ist Portal. Meine absolute Lieblingskiste natürlich. Wie es ja auf jeden Fall sein muss. Die kenne ich auch nicht. Ob die aus einem Spiel ist, das ich nicht kenne. Und das sieht so ein bisschen... Naja, das könnte alles sein, aber es sieht ein bisschen aus wie so Counter-Strike, das zwei Kisten. Und das hier hat so ein Pac-Man-Symbol, aber es sagt mir nichts. UCA? War das Deus Ex? Nee, ich glaube nicht. Okay, das soll es gewesen sein. Jetzt aber wirklich. Kommt die Katze irgendwo raus? Gibt's da hinten? Das müsste so in die Richtung hier. Weil hier gibt's keine Löcher, oder? Hier gibt's keine Ausgänge. Nee, ich glaube nicht. Hier ist nur Wüste. Vielleicht wird die Katze gefressen. Und ist deswegen hier... Ah, vielleicht google ich das mal, ob die Katze noch eine Bedeutung hat. Jedenfalls glaube ich, war es das jetzt mit Easter Eggs. Also, bis dann. Ich habe noch ein bisschen gestöbert und bin hier im Level B2. Erinnert euch, da haben wir damals den Mond gedreht. Das Easter Egg haben wir schon gefunden. Und auf der Suche nach dem Stern hatte ich hier entdeckt, dass es da oben so ein Fernrohr gibt. Und da brauchte man aber einen Schlüssel und ich habe das dann irgendwann ignoriert. Ich habe mich jetzt nochmal hier umgeschaut. Und wenn man einfach mal alles abgeht, findet man den Schlüssel hier. Und das bedeutet, jetzt würde ich doch einfach mal ausprobieren, ob wir da nicht... auf Anhieb sogar. Sehr schön. Wenn wir nicht rankommen und mal gucken, was hier drüben noch zu sehen ist. Wir haben ein Fernglas. Können uns sehr weit hier umschauen. Was können wir denn alles sehen? Die Sterne. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier mehr machen kann als Stern gucken. Den Mond. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes, Geheimes auf dem Mond. Ach so, da sieht man das. Ach ja, ist ja süß. Ist ja schön. Tja, das habe ich auch so gefunden. Aber gut zu wissen. Und hier drüben sind mehr Sterne. Da hört die Welt auf.
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt hier noch irgendwas anderes Spannendes ist, was sich lohnt anzuschauen. Aber immerhin hätten wir das auch abgehakt. Und weil es so schön war, habe ich also auch noch die letzte Nachricht identifiziert, die uns gefehlt hat, von Alexandra. Wir haben die bekommen, als ich alle Sachen freigeschaltet habe, alle Textsachen und auch Sprachnachrichten. Aber ich habe sie nie abgehört. Die Zeitkapsel 15 hat auf jeden Fall gefehlt. Ich sehe diese reglose Form und ich frage mich, wer du sein wirst. Wirst du die gleichen Wertvorstellungen wie wir haben? Willst du uns lieben, weil wir dich erschaffen haben? Oder wirst du uns dafür hassen, dass wir dich in einer ungewissen und gefährlichen Welt ausgesetzt haben? Wenn du unsere Entwicklung betrachtest, unsere Errungenschaften und unsere Verbrechen, was wirst du von uns denken? Wird die Welt, die du erschaffst, unserer ähneln? Oder so anders sein, dass wir sie uns nicht mal vorstellen können? So oder so, ich hoffe, dass du unseren kleinen blauen Planeten genauso schön finden wirst, wie wir es taten. Ich hoffe, dass du besser auf unsere Welt aufpassen wirst als wir. Und ich hoffe, dass du eines Tages nach oben schauen wirst, um nach den Sternen zu greifen. Ja. Ja, das werde ich. Es ist übrigens nicht ganz klar, ob das jetzt tatsächlich die letzte Nachricht war, die ich nicht angehört habe. Es war auf jeden Fall, als ich die hier ausprobiert habe, habe ich das Achievement gelegt, dass ich alle Nachrichten gehört habe. Aber möglicherweise war noch eine andere dabei, die ich noch nicht abgehört hatte. Wenn ihr also irgendeine vermisst, das waren 22, hört sie euch woanders an. So. Tschüss! Ein letztes Geheimnis habe ich noch für euch. Ich glaube, zum einen habe ich diese Nachricht hier nie gelesen, in Level A4. Falls das hier jemand lesen sollte, der Trick besteht darin, die Annahmen, die du über die Mechaniken machst, zu erkennen und sie neu zu beurteilen. Viel Glück! Naming Function Error. Tja, das ist das eine. Und das andere ist, hier gibt es eine verdächtige Rampe. So eine Rampe baut doch niemand, der nicht will, dass man da nicht hochspringt. Frage ist, kann ich jetzt da weiterspringen? Ja. Soweit, so gut. Und dann würde ich gern da hochspringen. Yep. Dann würde ich gern darüber springen. Yep. Und dann würde ich gerne dahin springen. Und zu guter Letzt noch. Da drauf. Und seht mal, was da ist. Top Secret. Wow. Als ich es genommen habe, bin ich von der Säule gefallen. Interessant. Eine Diskette war das und ich denke mal, eine Diskette müssen wir mit dem Computer verwenden. Und schaut mal, was wir da haben. Drei neue Bilder. Kitten One Image. Oh. Kitten Two Image. Miau. Und Kitten Three Image. Oh, so süß. Ja, ich denke mal, Kitten 2 ist mein Favorit. Und mit diesem Bild möchte ich dann auch das Talos-Prinzip wirklich ein für alle Mal beenden. Also, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Miau. Ja.